Hallo, liebe Anfänger und zukünftige Go-Spieler. Ich heiße Yong Sun Yoon, 8. Go-Profi-Spielerin aus Südkorea. Habt ihr schon mal vom Go gehört? Go ist ein strategisches Brettspiel für 2 Spieler. Ich möchte euch das schöne Spiel vorstellen. In Japan nennt man das Spiel Go und in Korea Paduk, in China Weiqi. Wir haben einen anderen Namen. Aber in Europa nennen wir das Spiel Go. Wisst ihr warum? Weil die Japaner vor 100 Jahren das Spiel in Europa verbreitet haben. Deswegen ist der Name so geblieben, Go. Und das Spiel ist uralt, ca. 5000 Jahre alt, das älteste Spiel auf der Welt. Wow! Es war einmal ein König in China. Der hat 2 Söhne, aber die sind nicht so schlau, intelligent, eher so umgekehrt. Nicht so gut. Eines Tages hat der König überlegt, wie die Söhne schlau oder intelligent machen können. Dann hat er die intelligenteste, schlauste, klügste Leute gesammelt, um ein Spiel zu entdecken. Die haben lange diskutiert und entwickelt und endlich ein Spiel entdeckt. Das war Go. Das heißt, wenn man Go lernt, kann man schlau und intelligent und klug werden. Habt ihr Lust zu lernen? Ich habe nicht so viel Erfahrung mit dem Anfänger. Deswegen habe ich einen besonderen Gast, Expert, eingeladen, um das Spiel zu zeigen. Wollen wir zusammen gucken? Hallo, herzlich willkommen. Ich habe heute einen besonderen Gast, Stefan Budig. Er hat seit mehr als 20 Jahren lang Go an der Schule beigebracht. Ich möchte ihn vorstellen. Hallo ja. Stefan. Hallo Jungs. Kannst du bitte dich vorstellen? Ja, also ich heiße Stefan Budig. Ich spiele seit über 50 Jahren Go und unterrichte ganz viel auch an den Schulen seit über 20 Jahren und habe schon hunderte von Kindern in meinem Go-Unterricht gehabt. Und es kommen immer wieder welche dazu. Kinder sind begeistert zu spielen und Go ist ein tolles Spiel. Und man kann das ganz einfach lernen. Das ist auch ganz wichtig. Das zeigen wir euch heute, wie das funktioniert. Und was ist Go? Ja, was ist Go eigentlich? Ja, Go ist ein Spiel. Also ihr kennt wahrscheinlich alle Schach. Und Go ist das Schach des Ostens, sagt man. Das heißt also, wie in Asien, Japan, China, Korea und so weiter, da spielt man nicht Schach wie bei uns, obwohl es da auch eine Schachvariante gibt. Die heißt dann Zhangqi oder Zhangqi. Und im Japanischen heißt es, habe ich vergessen, egal. Aber das beliebteste Denkspiel in Asien ist Go. Heißt sehr alt. Sehr alt. Das älteste Brettspiel der Welt. Ja. 4000 Jahre alt. 4000 Jahre. Ups, 4. So alt. Und ist es so, in China heißt das gar nicht Go. Da heißt das Weiqi. Und in Korea heißt es Paduk. Paduk? Da haben die sich ja schon oft gestritten. Was heißt das jetzt Paduk? Heißt das jetzt Weiqi? Heißt das jetzt Go? Ganz egal. Wir in Europa nennen es Go, weil es über Japan nach Europa gekommen ist. Und in Japan nennt man es Go. Okay. Aber wenn ihr hört, Weiqi, Paduk, das ist genau das gleiche Spiel, gleiche Regeln. Und deshalb kein Problem. Ja. Worum geht das Spiel? Ja, da erst müssen wir mal gucken, wie sieht das Spiel überhaupt aus. Also, wir haben ja ein Brett und Steine. Und die müssen wir uns jetzt einmal angucken. So, ihr Lieben, jetzt haben wir hier ein Go-Brett. So,
Und ihr seht, das Brett hat 9x9 Linien. Aber das ist jetzt ein kleines Brett, auf dem man anfängt zu spielen. Das Originalbrett, auf dem die Profis spielen, das ist 4x so groß. Das hat 19x19 Linien. Das ist riesig. Viel größer. Man könnte auch sagen, da kann man sich drauf verlaufen. Wir fangen auf dem kleinen Brett an, weil ihr dann schneller versteht, wie das Spiel funktioniert. So, nun haben wir natürlich nicht nur das Brett, sondern wir haben auch Steine. Jungs, und setzt doch mal einen Stein. Sehr gerne. Das ist jetzt ein schwarzer Stein. Wenn beide Spieler gleich gut sind, dann beginnt der Schwarze zu spielen. Und ihr seht schon, man setzt die Steine auf die Kreuzpunkte, also nicht in die Felder rein. Mhm. Ja, und jetzt lassen wir doch mal den Mitspieler einen Stein setzen. Ich muss. So, jetzt haben wir auch noch einen weißen Stein. Ihr seht da eine Maserung, das kommt daher, dass die richtig guten Großsteine in Asien aus Muscheln gemacht sind. Und ihr seht hier so ein bisschen die Maserung von den Muscheln. Die schwarzen Steine sind aus Schiefer. Aber bei uns spielen wir mit Glassteinen in der Regel. Es gibt also schwarzes und weißes Glas. Ja, die sehen aus wie Smarties, aber bitte nicht in den Mund nehmen, da wird es gefährlich. Dann könnt ihr gleich einen Termin beim Zahnarzt machen. Ja, so, jetzt haben wir also da zwei Steine gesetzt und ihr seht schon, man setzt immer abwechselnd. Das heißt, jetzt wäre wieder der Schwarze dran. Setzt doch nochmal einen schwarzen Stein. Ja, genau. Und dann setzen wir nochmal einen weißen. So, und ihr seht schon, ihr könnt setzen, wo ihr wollt. Das ist eigentlich völlig egal und ihr dürft euch auch am Rand setzen. Setzt mal einen Stein am Rand, bitte, Jungs. Am Rand? Ja. Diese? Ja, genau. Und noch einen weißen in die Ecke vielleicht. Die Ecke? Ja, ganz in die Ecke. So? So. So, genau. Ne? Ihr seht also, man kann auch am Rand setzen und man kann auch in der Ecke setzen. Alles erlaubt. So, jetzt wissen wir erstmal, okay, so sieht das Brett aus, so setzt man die Steine. Und wie es dann weitergeht, das erfahren wir gleich. Stefan, dann was ist das Ziel? Ja, das Ziel des Spiels ist eigentlich ganz einfach. Wir haben ja eben gesehen, man setzt immer Steine auf die Kreuzpunkte und jetzt müssen wir eigentlich wieder zum Brett zurück, damit wir sehen können, wie das denn dann eigentlich weitergeht. Also, gucken wir uns nochmal das Brett an. Ja. Wir haben jetzt natürlich hier ein leeres Brett und wir dürfen eigentlich ja immer nur Steine abwechselnd setzen. Aber ich will jetzt mal zeigen, was das Ziel ist, denn wir möchten eigentlich Zäune bauen. Ein Zaun wie um einen Garten. So, und jetzt setzt doch einfach mal hier so einen Zaun, der 6 Felder einkreist. So? Ja, genau. So, und jetzt gehst du hier zur Seite und dann noch an den Rand und. Genau. Ne? Wenn uns das gelingen würde, dass wir hier diese 6 Steine setzen können, dann haben wir einen Zaun gebaut. Und die Steine, die sind miteinander verbunden, weil es eine Linie gibt zwischen den Steinen. Das ist wie so kleine Perlen, die man auf eine Schnur zieht. So. Und wenn das jetzt unser Zaun ist, dann ist das, was wir eingekreist haben, kann man das markieren, was man eingekreist hat, zum Beispiel die Pünktchen hier unten. Markieren? Ja. So, damit oder? Zum Beispiel, ja. Genau, diese Punkte hier, die haben wir jetzt eingekreist. Und das ist unser Garten. Wir haben also einen Zaun um einen Garten gebaut. Und diese Punkte, wo die Dreiecke sind, die zählt man am Ende. Und das sind 6 Dreiecke, wie wir da sehen. Das heißt also, der Garten von Schwarz ist 6 Quadratmeter groß, könnte man sagen. Man sagt auch, er hat 6 Punkte Gebiet gemacht. Wir reden von Gebiet. Mhm. Okay. Und das ist eigentlich unser Ziel. Wir versuchen, möglichst viel Garten zu bekommen mit viel Gebiet. Und derjenige, der am Ende mehr Garten hat, also mehr Gebiet gebaut hat, der gewinnt das Spiel. Das ist erstmal die Idee vom Go. Eigentlich ganz einfach. So, nun gibt es natürlich noch so 2, 3 ganz wichtige Regeln, die dazukommen, damit man da nicht so auf dem Brett rumstochert und plötzlich nicht mehr weiß, was passiert. Und wir nehmen diese 6 Steinchen mal wieder weg. Oh. Diese? Ja, können wir alles wegklicken. Alles, was da ist, nehmen wir jetzt wieder weg. Und alles weg? Ja. Da? Okay. So, jetzt setzen wir mal einen Stein. Ja, also das ist das Spiel, ne? So. So zum Beispiel, ne? So, wenn wir jetzt diesen schwarzen Stein haben und wir möchten jetzt gerne mit, wenn wir wieder, jetzt setzen wir nochmal einen weißen Stein irgendwo hin, vielleicht unten in die Ecke. So, genau. Und jetzt möchte der Schwarze gerne mit seinem schwarzen Stein eine Verbindung herstellen. Jetzt könnt ihr mal überlegen, wo muss man dann hinsetzen, wenn man jetzt den schwarzen Stein da oben mit einem zweiten schwarzen Stein, der jetzt dazukommt, verbunden haben möchte, sodass man eine Kette hat. So.
Und jetzt stellen wir mal fest, man muss also erstmal an den Stein rangehen, genau. So. So, und jetzt sind diese beiden schwarzen Steine miteinander verbunden, weil es nämlich eine Linie zwischen den beiden Steinen gibt. Mhm. Wenn wir den Stein einen tiefer gesetzt hätten, jetzt noch den, tiefer? Ja, ja. Ja, dann haben wir plötzlich eine Lücke zwischen den beiden Steinen, die sind also noch nicht verbunden. Ne? Mhm. Oder aber, wenn wir jetzt den Stein diagonal setzen würden, so, dann stellen wir fest, zwischen diesen beiden Steinen ist keine Linie. Das heißt, die sind nicht miteinander verbunden. Wir könnten sie natürlich miteinander verbinden, wenn wir noch einen dritten Stein dazusetzen. Das können wir lassen. Wer weiß, noch mal hier unten in der Ecke spielen zum Beispiel. Und jetzt verbinden wir mal diese beiden schwarzen Steine da oben. So? Zum Beispiel. So, ne? Oder aber wir könnten auch da spielen. Richtig, nicht? Und dann hätten wir wieder eine Kette. Aber vorher, bevor dieser schwarze gesetzt wurde, sind die beiden schwarzen noch nicht miteinander verbunden. Man nennt diese Punkte, die um einen schwarzen Stein herumliegen und zum nächsten Kreuzpunkt führen, die nennt man Freiheiten. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel die weißen Steine angucken, die da unten stehen in den Ecken, dann haben die, und ihr könnt mal eben nachdenken, wie viele Freiheiten hat denn dann so ein weißer Stein? Wie viele Linien gehen von diesem weißen Stein weg? Und da machen wir jetzt mal wieder ein paar Dreiecke hin zu den nächsten Kreuzen. So. Also da kann ich so Freiheiten zählen, genau. So? Ja, genau. 1, 2, 3, 4. Das heißt, der weiße Stein hat 4 Freiheiten. Ne? Mhm. Und jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt besetzen wir mal 2 von diesen 4 Freiheiten mit schwarzen Steinen. Diese? Ja. Nehmen wir die mal wieder weg. So? Und diesen weißen Stein einkreisen sozusagen. Das heißt, mit schwarzen. Mit schwarzen. Ne? Okay. Mhm. Also so. Genau, so. Und wenn wir halt, stopp. Jetzt haben wir 3 Steine gesetzt und jetzt ist es so, der weiße Stein, der ist jetzt fast eingekreist. Und wenn wir jetzt auch noch den 4. Stein setzen können, das machen wir jetzt mal, so, dann seht ihr, plötzlich ist der weiße Stein verschwunden. Was ist da passiert? Dieser weiße Stein ist gefangen worden, weil er von allen 4 Seiten eingekreist ist. Das heißt also, in dem Moment, wo wir einen Stein vollständig einkreisen und ihm alle Freiheiten wegnehmen, wo nämlich eine Linie von diesem Stein weggeht, dann dürfen wir den Stein rausnehmen, dann ist er gefangen. Mhm. So, jetzt gehen wir mal wieder zurück. So, und jetzt kreisen wir zum Beispiel mal den Stein in der anderen Ecke ein. Diese? Ja, von unten mal am besten. So, und dann rechts und links. Und in dem Moment, wo ich jetzt da schwarz hinsetze, dann sage ich normalerweise, wenn wir in Europa spielen, sagen wir jetzt Atari. Atari bedeutet, pass auf, lieber Weißer, ich kann dich beim nächsten Zug gefangen nehmen, indem ich nämlich da drüber spiele. Ja, so, wenn ich jetzt da hinspielen würde, dann wäre der weiße Stein gefangen. Jetzt ist aber der Weiße dran. Der Weiße will natürlich nicht gefangen werden. Mhm. Und was macht er? Der muss spielt raus. Nämlich selber da, damit der Schwarze da nicht hin kann. So. Und jetzt stellen wir fest, aha, der Weiße hat eine Kette gebaut. Die beiden Steine gehören zusammen. Jetzt könnt ihr mal überlegen, wie viele Steine braucht denn jetzt der Schwarze, wenn er diese beiden Steine fangen will? Das heißt, ihr müsst überlegen, wie viele Striche gehen denn jetzt noch von diesen weißen Steinen weg, wo Schwarz noch hinsetzen müsste. Mhm. So, ihr habt das sicherlich schon gesehen und jetzt werden wir dort mal schwarze Steine hinsetzen, um diese beiden Steine zu fangen. Okay. Los geht's. Stein Nummer 1, Nummer 2 und noch einer und schwupps sind 2 Steine gefangen. So, so geht das. Man kann also auch mehrere Steine fangen. Mhm. Ganze Gruppen, das können manchmal richtig viele werden. Jetzt setzen wir mal die beiden Steine wieder zurück und nehmen die 3 schwarzen wieder weg. So, jetzt lassen wir weißen weg. Okay, jetzt setzt schwarz wieder einen Stein und greift die weißen an. Ja. Mhm. So. Und jetzt ist Weiß natürlich erstmal wieder dran. Schwarz kann ja nicht 3 Steine auf einmal setzen. Mhm. Und Weiß läuft jetzt nochmal weg. So, und jetzt stellen wir plötzlich fest, jetzt brauchen wir jetzt plötzlich 1, 2, 3, 4 Steine, bis wir die jetzt gefangen haben. Ne? Das heißt also, wir brauchen noch mehr Steine. Mhm. Und wir sehen also dadurch, dass Steine, die miteinander verbunden sind und eine Kette bilden, dass die gar nicht so einfach zu fangen sind, weil man da nämlich ziemlich viele Steine braucht. Denkt immer dran, wenn ihr einen Stein gesetzt habt, ist danach erstmal der andere dran und der kann natürlich ausbüchsen. So, jetzt wisst ihr also, wie man Steine gefangen nehmen kann. Das ist natürlich auch ganz wichtig, aber
und das sage ich gleich vorweg, es ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass ihr Garten baut, dass ihr also Zäune baut. Konzentriert euch nicht nur darauf, dem Gegner seine Steine zu fangen, sondern konzentriert euch darauf, dass ihr möglichst viel Garten bekommt. Denn ganz oft ist es so, dass man, wenn man unbedingt die Steine des anderen fangen will, der andere lustig seinen Garten baut und am Ende hat er viel mehr Garten als ihr und ihr habt ein paar Steinchen, die ihr gefangen habt. Das sehen wir aber später noch, wenn wir uns mal ein Spiel angucken. Janusz! Wie hast du Go kennengelernt? Durch meinen Papa. Papa? Ja. Papa ist Go-Spieler? Ja. Ja, wie stark? Wie stark ist er? Ganz stark. So drei da. Und hat Papa dir gezeigt? Ja. Und hat dir das Spiel gut gefallen? Ja. Und warum machst du Go? Mir gefällt das Brett. Das finde ich irgendwie. Ah. Wie witzig. Und uns macht Spaß zu spielen. Spielst du häufig? Ja.